sind Kolping, Menschen dieser Welt. Und wir sehen das, was wirklich zählt. Gottes Liebe weitertragen in die Welt hinein. Zusammenleben nicht allein. Wir sind Kolping, Menschen dieser Zeit. Und wir handeln aus Verbundenheit. Gottes Liebe weitergeben, offene Tür zu sein. Zusammenleben nicht allein. Die Nöte der Zeit erkennen. Unter diesem Motto hinterließ auch das Wirken Adolf Kolpings hier in Wuppertal-Barm seine Spuren. 1854 unter Dächern Maisloch wurde hier der erste Gesellenverein gegründet. Bei einem Besuch 1857 bei dem Gesellenverein Barmen forderte Adolf Kolping die Gesellen auf, baut euch eine Heimstatt. Dieses setzten die Gesellen um und bauten in der Gewerbeschulstraße das erste Kolpinghaus. Dieses fiel leider Gottes in der Bombennacht hier in Wuppertal-Barmen den Bomben zum Opfer. Aber die Kolpingsfamilie Barmen fand die Kraft, hier nach dem Krieg ein neues Haus zu bauen, das auch der Jugend gewidmet sein sollte. Nach dem Krieg fand die inzwischen in Kolpingsfamilie umgenannte Vereinigung auch die Kraft, sich ein neues Haus zu bauen. Den Nöten der Zeit entsprechend sollte auch dieses Haus den Jugendlichen Unterkunft und Schutz bilden und auch auf dem Weg in den Beruf begleitend sein. Sie wurden hier betreut und inzwischen ist das Haus noch einmal umgebaut worden und heutzutage dient es als WGs für Studenten und Auszubildende als Unterkunft. Bleiben wir bei den Nöten der Zeit. Auch unsere Kolpingsfamilie bemüht sich, den Nöten der heutigen Zeit entgegenzuwirken. Zum Beispiel durch die Betreuung der Geflüchteten, durch soziale Kontakte, Gemeinschaft, durch Pflege des religiösen Lebens, durch Bildungsangebote, die wir haben und auch vor allen Dingen durch Gemeinschaft. Ein neues Projekt ist bei uns das Café Digital, in dem wir versuchen, älteren Leuten, Mitmenschen, die digitale Welt näher zu bringen und Möglichkeiten zu finden, neue Kontakte zu knüpfen. Schließen möchte ich diesen Impuls über Kolping mit einem Gebet zur Corona-Krise, das wir von unserem Landespräses Peter Jansen bekommen haben. Gebet unseres Landespräses Peter Jansen zur Corona-Krise. Guter Gott, sende uns deinen Engel, der uns schützt vor allen Gefahren, die auf uns einstürzen. Den Engel, der uns zuflüstert, vorsichtig zu sein und der uns einflüstert, die neuen Möglichkeiten der Nähe unter uns Menschen zu nutzen, die die neuen Medien für uns bereithalten. Sende uns deinen Engel, der sich vor uns stellt, damit wir den notwendigen Abstand einhalten und der die Hand erhebt, wenn wir unvorsichtig werden. Dein Engel führe uns durch diese Krise auf allen Wegen in eine gute Zukunft. Amen. Wir sind Kolping, Menschen dieser Welt. Und wir sehen das, was wirklich zählt. Gottes Liebe weitertragen in die Welt hinein. Zusammenleben.